Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3 auf der Suche nach einem Githyanki-Ei. So, hier geht's runter zur Krippe, aber ich will ja nochmal hier ein bisschen Kämpfe machen. Ich weiß, dass es hier oben noch ein Foreshadowing-Kampf gibt für die Schattenlande als Ort 2. Trap. Someone there. Entschärfen. Easy peasy lemon squeezy. Rückstoß. Warum habe ich jetzt den Kessel mitgenommen? Alles mit Fallen voll hier. Und zack, ab in die Initiative. Hier gibt es nämlich jetzt Ghule und so. Die sind gar nicht so einfach zu besiegen. Auf geht's. Da ist eine Mine. Kriege ich hier alle mit rein? Leider nicht. Dann mache ich mich erstmal unsichtbar. Und spoten wir mal ein bisschen. So, können wir dann gleich machen. Entschärfen. Nicht, dass da jetzt gleich was passiert. Passiv. Machen wir das wieder an. Und wir schauen mal. Noch sehen sie uns nicht. Aktion haben wir schon verbraucht. Let's have a little fun. Let's move. Einmal. Das braucht auch eine Aktion, ja. Sind die Ghule dran? Laufen. Einmal ganz hier runter. Gar nicht so schlecht. Müssen sie an unseren beiden versteckten Leuten vorbei. Aber er guckt sich jetzt zumindest hier an. Karlach. Holen wir mal wieder den Eulenbär raus. Wo ist er? Da. Gib dem Ghoul. So. Okay, der wurde gesehen. Nicht so geil. Versteckt. So, Koali. Rage. These boots have seen everything. Komme ich nicht dran. Fuß auf ein paar Zentimeterchen. Dann müssen wir hier ein. Dem hier machen. Sportern. Ja, stellt euch alles schön zusammen. Kriegt ihr gleich alle gleißenden Schaden von Shadowheart.
super. Die stehen jetzt alle schön gesammelt. Okay, bis auf den. Okay, das sollte doch jetzt gut klappen hier. Habe ich so alle drin? Ihn glaube ich nicht. Aber sonst alle. Ah doch, ihn auch. Sehr gut. Zwei Leuchtkugeln, sechs Leuchtkugeln, sechs, acht Leuchtkugeln. Perfekt. Ach scheiße, das ist ja beides Konzentration. Verdammt. Na gut, Leuchtkugeln haben wir trotzdem noch. Das war ein bisschen dumm jetzt. Okay, aber... Disengage. Und dann... ...40%, 60%. Und noch ein Fernkampfangriff. Dann ist der Ghoul hin. Da verziehen wir uns. Wir schießen den Ghoul. Fehlschlag, verdammt. Acht Schaden. Sieben Schaden. Oh, jetzt ist der auch furchtsam. Okay, das ist also auch. Gilt auch für. Fehlschlag. So. Was machen wir jetzt hier? Rasender Hieb, rücksichtsloser Angriff. Ich glaube, wir töten erstmal einen von denen. Hoffentlich zumindest, jawohl. Nächster. Weg damit. So. Einen haben wir noch. So. So, Dali. Dann... Und dann. Spiritual Weapon beschwören. Brauche ich eigentlich nicht. So, wir sind hier mit dem im Nahkampf. Muss gegen das Ziel im Vorteil sein. Aber weil ich furchtsam bin noch, ne? Nicht furchtsam. Droht. Und die Katze. Ich bin nicht furchtsam.
Wahrscheinlich ist der nicht mit dem im Nahkampf. Okay, dann... Zack, hier rüber. Man macht schon einen Unterschied, ne, wenn man das an oder ausknipst. Du müsstest jetzt eigentlich den hier platt machen. 9 Schaden. Mal kurz gucken hier. So. Angriffswurf 6 plus 3. Tavernenschläger, ja. Der Tavernenschläger gilt ja nicht für Schaden, leider. Aber er hat eine Hit-Resistenz, der Kerl, deswegen. Hilft ihm alles nichts. Da kommt wieder einer dazu. Einer ist weg. Und immun gegen benommen, okay. Crit. Belebt die jetzt alle wieder hier. Shadowheart. Ein Machtfokussieren habe ich noch. Wie viel haben wir denn hier? 27. Der hat 11. Fehlschlag. Ja, okay. Hab's mir besser vorgestellt. So, passiv müssen wir wieder einmachen. So, wir haben jetzt hier Leute. Crit. Passiv aus. Und 5 Schaden. Und Fehlschlag. Ready for another round. Rar. Rar. So. Wie? Er hat uns jetzt eine Aktion geklaut, der Sack. Feel death's cold grip.
Nicht auf die. Ah, oh, das war dumm. Das war scheiße. Da muss Karlach hier wieder den Besten nehmen. Der ging eigentlich ganz gut, der Kampf. Die Ghule haben alle nichts dabei, ne? With haste. Ah, hier, da, die füllen sich bei kurzer Rast auf, das ist sehr gut. I've got a long road ahead. Very well. Ritterrüstung. So, hier geht's runter zu den Schattenlanden. Aber da würde ich ganz gerne erstmal noch nicht lang gehen. Sondern erstmal zur Githyanki-Krippe. So, und das hat irgendwie mit ihr ganz gut funktioniert, mit dem Unsichtbarkeitstrank. Geben wir ihr doch nochmal zwei Stück von. Das war der Reisesack. Das sind die. Das sind die Sachen. Da können wir auch mal die anderen Sachen mehr reintun. Rote Laterne. So, hier haben wir auch noch einen Trank der Unsichtbarkeit. Den können wir mal ins Lager senden. Mach mal eine Rückverwandlung, bitte. All's well that ends. Not as bad as it could have. So. Maybe not. Stärke. Sollte ich doch hinkriegen, oder? War gar nicht so einfach. That was tough. It's kind of beautiful. Gar nicht so einfach, so einen kleinen Gnom. Wir fahren mit der Bimmelbahn. I think the thin air might be getting to you, Karlach. Might be useful. Erstmal hier alles klauen, was die Pilger hier drauf gehauen haben.
Auf geht's, Leute! Ist da noch ein Wegpunkt? Sehr schön. Unsichtbares Sehen. Okay. That's enough. On your feet. Where are you taking us? If this is about that weapon your friend was talking about, we don't have it and we don't know shit about it. Silence! Move! No. No, 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 I'm not going in there. I won't. Das sind Anhänger des Absoluten. Anyone want to join her? As I thought. Through the doors. Now! The captain is expecting you. Something good here, I hope. So the Githyanki art form of the cultists could be a good thing. Could be. Especially when Savage Keth uses you as jungling target practice. Within the artifact, a feeling stirs. Uncertainty. Your curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away from the Githyanki. They're hunting you. They want the artifact. They'll stop at nothing to take it from you. Wir haben so vergessen, dass ein Fenster offen steht. What do you mean, too drunk? It's not possible. In eine Kobold-Orgie reingelaufen. Hallo? Jetzt wollen sie doch beim Kämpfen auf einmal. Der Gegner ist überrascht. Schön. Ich weiß nicht, wann die jetzt irgendwie diese Leuchtkugeln kriegen. Eigentlich müssten die auch nicht alle Leuchtkugeln haben. Das sind keine Gegner. Just take a peek. Nothing important is ever easy. Hm.
close ranks. Open up. Wurfstein, ja. Yeah. Ganz gut aus. Hallo, Kobaltspeer. Just go, Kobaltspeer. Noch einer irgendwo. Wo ist denn der letzte? Now this is my happy place. Aye, aye. Ah, kriegst du den hin? Hier mit so einem... Is that blood? So. No, never mind. Koboldfinder. Plünderer. Speer. Alles mitnehmen. Schlurf, schlurf. Da ist aber noch einer drin, ne? Im Fass. So, das brauchen wir. Den brauchen wir nachher. Außerdem noch ein Buch mitgehabt, ein Kobold-Tagebuch. Schluff, schluff, schluff. Guck mal, da ist noch einer drin. Haha, hallo. Jetzt sind allen von diesen Fässern noch mal welche drin? Wahrscheinlich in allen. Da ist noch einer drin. Ich höre Schlürfgeräusche. Gibt jedes Mal 75 Erfahrungspunkte, also das ist nicht so verkehrt, ne? Wollen wir auch irgendwo einen schlürfenden? Da ist noch einer. Try me.
Dann müsste aber hier auch noch einer drin sein, oder? Take you first. It's been a long day. Nicht in jedem Fass ist einer drin. Nur in fast jedem. Wegen Holzkoffern hier noch irgendwas drin? Nein. 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 Gut. These boots have seen everything. So, hier geht's weiter. Na, schafft das alle mit dem Sprung? Ist ja immer so eine Sache. Ah, sehr gut. Das gleiche Problem haben wir jetzt nochmal. Leben fehlgeschlagen? Fehlgeschlagen? Da ist was. Ein Schatz! So, und da brechen wir jetzt gleich rum auch durch hier. Stirb, Barrikade! Aber was es hinter der Barrikade gibt, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.